Wenn sie Musik hört, vergisst sie die Welt um sich herum. Hallo. Anna-Sophie Nellinger, 11 Jahre, aus Morscheid. Von klein auf liebt das Mädchen, das mit dem Down-Syndrom auf die Welt kam, die Musik. Gemeinsam mit ihren beiden großen Brüdern und ihren Eltern lebt Anna-Sophie in der Nähe von Trier. Heute ist ein besonderer Tag. Anna-Sophie darf in der Förderschule beim Amme-Musikprojekt mitmachen. Die erste Musikstunde und ihre Eltern begleiten sie. Wo fahren wir jetzt hin, Anna-Sophie? In die Schule. In die Schule, genau. Wie fährst du sonst morgens in die Schule? Immer mit dem? Bus. Mit dem Bus wirst du abgeholt, gell? In der Levana Förderschule in Schweich besucht Anna-Sophie die Mittelstufe. Das arme Musikprojekt läuft schon seit 2 Jahren in ihrer Schule. Dann gehen wir mal rein, wir zwei. Jetzt darf Anna-Sophie auch dran teilnehmen und die 11-Jährige ist nervös. Bevor es losgeht, lernt Anna-Sophie den Initiator des Arme Musikprojektes Günther Möhlig und Schulleiter Volker Werkhausen kennen. Sag mal hallo. Hallo. Förmlicher Teil beendet. Anna-Sophie ist startklar. Ja, so ist gut. Und dann singst du mal ein schönes Lied dazu. Ja. Geschafft. Anna-Sophie hat ihre erste Stunde hinter sich. Die Luft ist raus. Ich mache bei der Musikprojekt mit, weil ich da sehe, dass das auch das behinderte Kinder, was wir behinderte Kinder nennen, dass sie auch ein Anrecht darauf haben, einen Eingang zur Musik zu finden. Seit 2 Jahren läuft das Musikangebot des Vereins schon an einigen Schulen. 270 Schüler mit geistiger Beeinträchtigung wurden in der Region durch den Verein unterrichtet. Es war richtig toll, dass die Aktion Herzenssache uns bei dem Pilotprojekt in der Region Trier unterstützt hat. Und ich freue mich darauf, dass wiederum zusammen mit der Aktion Herzenssache das Projekt auch jetzt in andere Regionen von Rheinland-Pfalz transferiert werden kann. Zurück zu Hause in Morscheid bei Familie Nellinger. Anna-Sophie darf beim Arme-Projekt mitmachen. Ein Grund zum Feiern. Und das kann Anna-Sophie am besten mit Musik. Ist